Willkommen zurück zu Super Mario 65, The Rainbow Stars. Wie cool, wir haben schon 3 Sterne, aber eins haben wir noch nicht gefunden, den sogenannten Wooden Lock. Und ja, den wollen wir jetzt aber mal langsam finden, denn das ist die Mission, die erste Mission, der erste Stern, den wir eigentlich hätten holen sollen. Und deswegen machen wir uns einfach mal auf die Suche. Ich konnte nicht nachgucken, wie gesagt, weil es gibt noch keine Footage auf YouTube von diesem Spiel bisher großartig. Außer von Skelenio selbst. Und der wird natürlich nicht direkt alles spoilern. Insofern müssen wir selber gucken, wo wir bleiben. Wie wir mit dem Arsch an die Wand kommen, sozusagen. Das heißt, nicht verzagen. Einfach mal das Level weiter erkunden, weil wir waren noch längst nicht überall. Das ist für ein erstes Level, wirkt das Ganze noch relativ weitläufig. Ja, aber das macht die Sache ja nur interessanter. Deswegen bin ich echt mal gespannt, wie das hier laufen wird heute. Ob wir einen merklichen Fortschritt machen werden oder nicht. Wir hetzen uns nicht, wir lassen uns alle Zeit der Welt. Wenn es am Ende über 100 Parts werden sollten, dann werden es über 100 Parts. Dann werde ich wahrscheinlich dieses Jahr nicht mehr fertig damit. Aber dann ist das so. Oh Gott, da ist der Kettenhund wieder. Lass mich bloß in Ruhe, verschwinde. Ich habe mich ziemlich peinlich bei dir angestellt beim letzten Mal, als ob ich bei Mario 64 vorher noch nie einen Kettenhund befreit hätte. Naja, egal. Die Schmach der vergangenen Parts. Hinter mir lassen. Hilfe. Ich verprügele euch. Ha, 2 auf einmal Double Kill. Haha. Und, naja, sagen wir mal Triple Kill. Auch wenn es kein Triple Kill war, sondern ich nur 3 getötet habe, aber halt nicht gleichzeitig. Egal. Komm, weg mit euch. Verschwindet. Lasst mich bloß in Ruhe. Dieser Sprung ist so cool. Ich mag das viel lieber als den Weitsprung. Ich will den ganzen Tag nur... Ist das der Wooden Lock? Da kann ich ja nicht reinspringen. Wie komme ich da oben drauf? Mit einem Wandsprung? Wahrscheinlich. Ja, aber nicht der. Nicht von dem Winkel. Oh, wir waren schon oben drauf gewesen. Jetzt müsste ich nur gescheit Winkel berechnen können. Ah, das gibt's nicht. Du rutschst auch noch ab. Vielleicht sollen wir auch so gar nicht da drauf. Vielleicht mache ich das mal wieder umständlicher, als es sich eigentlich gehört. Und Skelenio lacht sich jetzt schon über mich kaputt, aber nein, wir haben es geschafft. Wahnsinn. Der Wooden Lock. Hoffe ich jedenfalls. Wobei, das wäre jetzt... Aber ja, ist ein Stern, Tatsache. Nehmen wir ihn einfach mal, egal was für eine Mission das war, weil das ist ja nicht Jump in the Wooden Lock, sondern Jump on the Wooden Lock. Es ist eigentlich mehr ein On als ein In, aber gut, egal. Als ob ich eine Ahnung hätte, was heutzutage in ist. Hatte ich noch nie, abgesehen davon. Trends waren mir immer fremd gewesen, schon als Kind. The Place of the Wiggler. You get into my forest. You ruined my house. Oh shit. Willst du auch noch meinen Wald ruinieren? Oh Gott, er erinnert sich an das, was wir vor 2 Jahren getan haben. Er weiß immer noch, was wir letzten Sommer getan haben. Du wirst es niemals schaffen, auf meinen Kopf drauf. Oh Gott, nicht schon wieder. Weil du in meinem Territorium bist. Oh shit. Oh Gott, und das Problem ist... Oh, Volvagia bzw. Dodongo-Musik. Dodongo? Ach, ich liebe das. I can't wait to bomb some Dodongos. Wir müssen ihm also irgendwie auf den Kopf. Das könnte sich als schwierig erweisen. Mit diesem Sprung muss natürlich auch erstmal zurechtkommen. Dich da neu dran gewöhnen. Das ist jetzt eine andere Animation als der... Oh, das wird schwer. Als der Weitsprung. Ja, und jetzt? Das ist dein Ernst. Wie soll ich jetzt wieder zurückkommen?
Oh mein Gott. I was angry, but now I'm furious. Ja, aber... What the frick? Ich muss mir, glaube ich, was anderes einfallen lassen. Ich muss ihn, glaube ich, näher kommen lassen. So. Ja, okay. Jetzt ist er aber vielleicht nah genug. Nee. Das haben wir versaut. Der dreht schon wieder weg. Okay, komm. Wiggler. Komm mal ein bisschen näher. Komm doch mal please to me. Komm please to me. Ja. Na komm. Na komm. Was machst du? Wiggler? So, jetzt. Ich kann auch nicht... Weil das funktioniert nicht mit einem Sprungkick. Weil ich halt Rückenlage habe. Aber vielleicht ist genau das das Problem. Ich muss ihn einfach näher kommen lassen. So, jetzt. Okay, einfach näher kommen lassen, dann passt das schon. Ich hätte ja nicht gedacht, dass er noch näher kommt irgendwie. Deswegen war ich jetzt ein bisschen versucht, das so zu probieren, aber... Gut, Wahnsinn. Now I'm really mad, wie Son Goku sagen würde. Ich wusste es doch. Oh shit. So, jetzt muss ich... Jetzt habe ich richtig Scheiße am Arsch. Okay. Alles oder nichts? Nichts. Alles oder nichts? So, das war's. Okay. Bowser hat mich mit der Kraft dieses Sterns hier, mit diesem Ding hier bezahlt, aber ich brauche es nicht mehr. Du kannst meinen Wald jederzeit besuchen. Oh, es tut mir jetzt eigentlich fast ein bisschen leid, dass wir so gemein zu dir waren. Bimbele, bimbele, bim. Und als letzte Schikane muss ich hier noch rüberspringen. Och, armer Wiggler. Wieso stirbst du eigentlich nicht in dem Sumpf? Was ist da los? Jaha! So, 5 Sterne. Wahnsinn. The place of the Wailer. Okay, cool. Gut, was steht denn als nächstes ins Haus? Wahoo! Der bärtige Schwimmer. Wir müssen schwimmen. Wir müssen eine Runde schwimmen gehen. Das mache ich doch gern. Aber nicht wieder in dem Pool hier. Wobei ich ja trotzdem immer noch ein bisschen neugierig bin. Da kommen wir bestimmt irgendwie raus. Ah, da unten ist ein Loch. Okay, da müssen wir bestimmt durch. Okay. Gucken wir mal. Gucken wir uns die Sache mal an. Der bärtige Schwimmer. Okay, eine rote Münze. Immerhin. Und jetzt? Ist hier noch irgendwas? Ah, sieht nicht so aus. Wobei, vielleicht in dem Wasserfall. Vielleicht ist hinter dem Wasserfall irgendwas. Vielleicht müssen wir in den Wasserfall reinschwimmen. Nee, war das noch eine rote Münze? Die nehmen wir jetzt einfach mal mit. Und dann speichere ich lieber mal, weil wer weiß, was mir jetzt hier drin passiert. Okay, da passiert gar nichts. So, das heißt, 2 rote Münzen waren jetzt hier nur. Ich muss jetzt aber hier keinen Wandsprung vollführen oder sowas, oder? Das wäre, ich glaube, aus dem Wasser heraus, ich weiß auch gar nicht, ob das geht. Ich glaube, das geht nicht. So, gut. 2 Sterne haben wir ja schon. Und zur Not, wenn wir nicht wissen, wo wir hinschwimmen müssen, holen wir einfach die 8 roten Münzen, weil jetzt haben wir schon 2. Und ein paar andere habe ich auch schon entdeckt.
Also von daher, gucken wir mal. Der bärtige Schwimmer. Mario ist einfach der perfekte Schwimmer. Ich sehe auf den ersten Blick nichts. Aber vielleicht bin ich entweder blind auf beiden Augen oder einfach nur... Oh. Komm her, Fischi, Fischi! Ich glaube, mit dem sollte ich mich nicht anlegen. Nee, lass mal. Vielleicht ist doch hier noch hier irgendwas drin. Da unten ist noch was drin. Und beim letzten Mal habe ich einfach nicht gescheit geguckt. Weißt du? So manchmal... Manchmal muss ich mich doch wirklich über mich selbst wundern. Jetzt sehe ich es natürlich sofort. Anstatt ich mich da drin einfach mal, dass ich mir da drin mal ein bisschen Zeit lasse, mal ein bisschen genauer gucke. Ach, Weehawk. Mensch, warum guckt ihr das hier nochmal? Gut. So, ich glaube aber, jetzt müssen wir nur noch 8 rote Münzen sammeln. Red Coins in Garden. Ich bin gespannt, was passiert, wenn wir die 8 roten Münzen sammeln. Das scheint ja offenbar nicht ganz ungefährlich zu sein. Ungefährlich. Ja, wie gesagt, beziehungsweise habe ich es gesagt im ersten Part, ich würde, glaube ich, hier ganz gerne, bevor es eskaliert und bevor es euch auf die Nerven geht, würde ich, glaube ich, hier auf den Ungekauter mal verzichten. In diesem Let's Play. Wir werden uns irgendeine andere lustige Schikane einfallen. Zum Beispiel so den Arschnasenratten-Counter. So ein Arschnasenratten-Counter hätte doch mal was. Hätte der Magic Opie auch mal was zu zählen. So. So, 8. rote Münze. 8. rote Münze? 2. 8. rote Münze. 2. 8. vor allem, genau. Du warst hier hinten. Genau. So, dann haben wir die beiden nämlich schon mal mitgenommen. Und dann sind wir ja eigentlich ganz gut dabei bis hierhin. Also das Level finde ich eigentlich schon mal ganz cool. Es ist halt ziemlich weitläufig. Und von daher bin ich mal auch mal gespannt auf die anderen Level. Das kann ja natürlich echt sein, dass uns da ziemlich viel Lauferei erwartet. Aber muss ja nicht schlimm sein. Ich erkunde ja tatsächlich sehr gerne die Level. Habe ich auch schon bei Last Impact... Entschuldigt. Bei Last Impact sehr gerne gemacht. Ja, ein bisschen Husten ist immer noch da. Irgendwie begleitet er mich schon eine ganze Weile. Ich weiß noch nicht, wann ich das hochlade. Wahrscheinlich lade ich das erst in einem halben Jahr oder so hoch und dann immer noch Husten, war er erkältet. Ja, wer weiß. Wobei, ich werde das schon relativ zeitnah hochladen. Also, relativ zeitnah nach dem letzten Part von Last Impact, dass ihr da wirklich einen nahtlosen Übergang habt. Tatsächlich hatte ich ja eigentlich Rocket geplant und dann habe ich diesen Release-Trailer dann gesehen. Ich hatte ja nicht mehr damit gerechnet, dass es dann doch noch im Januar passiert. Aber es ist dann doch noch im Januar passiert. Und jetzt haben wir ihn da. Jetzt haben wir den Release von Mario 65. Jetzt muss Rocket leider nochmal ein bisschen zurückstehen. Ich werde Rocket aber starten, sobald sobald ich mit Dragon Ball wieder ein bisschen weiter bin. Mit Dragon Ball habe ich in letzter Zeit sehr vernachlässigt. Wird auch im Vergleich zu früher ja auch nicht mehr so wirklich enthusiastisch verfolgt, deswegen habe ich auch da lieber meinen Fokus auf Mario momentan. Was jetzt nicht heißt, dass ich jetzt komplett auf die Aufrufzahlen nur noch achte, aber ich merke ja auch, ihr habt ein bisschen mehr Spaß an Mario und ich habe mehr Spaß an Mario tatsächlich. Und ja, dann ist das eigentlich auch ganz gut so, dass wir das so machen. Aber Dragon Ball will ich auch natürlich ein bisschen voranbringen jetzt und sobald wir da ein paar Parts mehr haben, habe ich auch, denke ich, wieder ein bisschen Luft für ein drittes simultanes Projekt. Und das wird dann Rocket sein. Ist auch tatsächlich... Der erste Part von Rocket ist aufgenommen. Den lade ich aber dann wirklich erst deutlich später hoch. Gut. Jetzt müssen wir natürlich gucken, wo könnten 8 rote Münzen sein?
Sehen wir sie eigentlich? Ich sehe nicht, wie viele rote Münzen ich schon habe. Ich sehe nicht, wie viele 8 roten Münzen ich schon gesammelt habe bis zu diesem Punkt. Das ist nicht so gut. Vielleicht nochmal eine zusätzliche Schwierigkeit in dem Sinne, aber... finde ich dann doch ein bisschen... Agadu Agadagagag. Also so wie Mario es halt gesagt hat. Was ist das? Was ist das? Oh, cool. Oh, die war gut versteckt. Also das war jetzt Nummer 4, ne? Oh, cool. Unverhofft kommt oft. Ungehofft. Nein. Wie gesagt, wir verzichten drauf. So, du hältst die Schnauze. Aber wie komme ich eigentlich auf den Baum oben drauf? Das frage ich mich schon seit Part 1. Ja, das ist Part 2. Insofern frage ich mich noch nicht so ewig. Wie kommt man auf den Baum da oben drauf? Oh komm, jetzt echt. Maleo? Ich habe übrigens noch keine Bob-Bombs getroffen mehr seitdem. Seit dem blauen da unten. Gibt es hier wirklich noch mehr Bob-Bombs, die mir helfen? Okay, hier ist noch einer. War das jetzt Nummer 5? Oder war das Nummer 6? Ich glaube, das war Nummer 5. Das müsste Nummer 5 jetzt gewesen sein, genau. Und da hinten ist Nummer 6. Und da ist Nummer 7. Und dann fehlt noch einer. Und ich weiß nicht, ob die eventuell da oben war. Wo wir zum Wooden Block gekommen sind. Testen wir gleich mal. So, Nummer 6. Gut. So, wie komme ich jetzt eventuell mit einem Dreisprung in Kombination mit einem Hechtsprung? Das könnte vielleicht eher reichen als mit dem Weitsprung. Ah, aber das war nicht gut. Das war nicht gut ausgeführt. Ob es reicht. Ah, reicht nicht ganz. Okay. Gut, dann gehen wir erstmal wieder hier hin. Nee, das funktioniert nicht damit. Gut, dann gehen wir erstmal da hinten lang. Lass mich bloß in Ruhe. Euer Feuer kann mir nichts anhaben. Denn ich bin Feuerresistenz, Mario. Ja, da seid ihr so geschockt von, dass ihr direkt Suizid begeht. Die Shy Guys habe ich ge... Ja. Die habe ich ge... Ja, das war jetzt keine Zensur. Die habe ich jetzt auch nicht geschockt. Die haben mich gefickt, Alter. So, jetzt habe ich es gesagt. Es tut mir leid. Ja, kann dir auch egal sein. Es kann dir egal sein, was ich sage. Das ist nämlich mein Ruf, der kaputt geht. Nicht deiner. Okay, es tut mir leid. So. Gut. Ich würde mal sagen, Hauptsache Alessio geht's gut. Wir... Okay, ich höre schon auf, es tut mir echt leid. Jetzt wird das Commentary echt schrecklich und anstrengend. Okay. Da, seht ihr da die letzte rote Münze? Und seht ihr da das... da bei dem Wump eine Röhre ist? Jetzt frage ich mich ja doch, wie da rankommen. Boah, ein Level voller Geheimnisse. Aber wisst ihr, was ich zumindest schon mal schaffen kann? Diese 8. rote Münze! Die 7. meine ich. Also theoretisch.
Hm. Aber vielleicht nicht unbedingt von da. Muss ein bisschen näher rangehen. Ja, das könnte sogar echt hinhauen. Jetzt so von diesem Vorsprung hier? Könnte das echt hinhauen. Aber jetzt muss ich mal genau gucken, wo ich hin muss. Ach, weißt du. Ich will doch einen Weitsprung performen. Nee, das war komplett die falsche Richtung, glaube ich auch. Ja. Wir können bestimmt doch irgendwie da oben drauf, oder? Aber das sieht nicht so aus. Ich weiß nicht, da fehlen irgendwie ein paar Zentimeter. Okay. Und eins und zwei und drei. Aber vielleicht nicht unbedingt da auf der Baumkrone landen, sondern vielmehr auf diesem Ast. Und da macht mir die Kamera jetzt ein bisschen das zunichte. Hm. Okay. Boah, das hätte beinahe geklappt. Damn, son. Boah, aber das hat jetzt dafür geklappt. Wahnsinn. Das war jetzt ein hartes Stück Arbeit. Aber dann haben wir zumindest für den nächsten Part schon mal gut vorgearbeitet. Aber wie kommen wir jetzt da oben drauf? Sehr gut. Ja, natürlich so. Oh, ich bin vielleicht einer. Gut. Bleibt nur noch die Frage. Wie komme ich da oben drauf? Kann ich durch die Tür brechen? Muss ich irgendwas anderes machen? Wer weiß.